Wir haben dann versucht, eigentlich mein Vater hat schon probiert, dann vor 30 Jahren, neben Mangan, was noch relativ einfach mit anderen Pflanzenschutzmitteln in der Spritze ausbringbar war, auch Kupfer und Zink als Blattdünger auszubringen. Das war aber immer sehr problematisch. Die Kupferlösungen haben halt eben vor 20, 25 Jahren immer dazu geführt, dass die Spritzen total verstopft waren. Die Ausbringung war nicht gewährleistet, die Mischbarkeit mit Pflanzenschutzmitteln war nicht gegeben. We applied pretty much a straight application of Gramicella in the autumn. That was followed up in the spring with its first T0 fungicide and a growth regulator in the tank mix at the same time. Durch die anhaltende Frühjahrstrockenheit haben wir natürlich auch Stresssituationen im Getreide und die begegnen wir eigentlich mit Produkten wie Yara Vita Getreide, um diese Stresssituation zu entschärfen. Und seit 3 Jahren habe ich dann umgeschwenkt und habe begonnen mit Yara Vita Getreide zu arbeiten, weil ich halt in dem Produkt die Einzelkomponenten, die ich vorher gespritzt habe, wo ich immer unsicher war mit der Verträglichkeit in der Mischung, dass ich dann Yara Vita einfach eingesetzt habe, weil ich halt eben die 3 Hauptkomponenten, die festgestellt wurden, dass die sich bei uns auf dem Standort einen Mangel befinden in der Pflanze, nämlich Mangan, Kupfer, Zink und zum Teil auch Magnesium. Die sind alle in der Yara Vita Mischung enthalten. Es gibt so ein paar wenige Fungizide, da muss man sich sicherlich vorher genau erkundigen, ob die auch mit dem Produkt mischbar sind. Bei den meisten Fungiziden haben wir aber problemlos Yara Vita mit einsetzen können. Also ein großes Produkt in unserem Betrieb ist durch unsere große Getreidefläche, vor allen Dingen Yara Vita Getreide. Als Kombinationsprodukt ist es sehr günstig und sehr gut mischbar. Und das passt sehr gut in unsere Applikationsstrecke. Und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht und nutzen das sehr oft. Para nuestra sorpresa, vimos que la planta estaba totalmente en exceso de nutrientes. Estaba alto en nitrógeno, en fósforo, potasa, zinc, magnesio, manganeso, todo lo cual nos gustó mucho, la verdad, ver esos resultados. El resultado en cosecha también nos gustó más, porque conseguimos un aumento de producción en torno a 700-800 kilos hectárea con un mayor peso específico que lo pudimos comprobar en la parte tratada de la parcela a la parte no tratada. Very difficult to estimate any improvement in yield from looking at the crop, but the one thing that we did notice was pretty interesting oil content this year. We would normally expect to probably do 42-43% oil. We were doing between 47 and 48 this year. The difference in price for the extra oil content is quite significant, and so we'll have more than paid for the application of Brassicol. So when we was looking in the spring at T0, we was looking at the Santiago, and being a known variety for yellow rust, my agronomist was telling me that crops he was looking after was bad for disease. We inspected our crop and we had lovely clean green leaf, no disease pigment at all, no blemishes on the leaf. Our crop was extremely healthy. The only single difference we'd done in the field was the application of Gramitral. It was spectacularly good. Los resultados, a simple vista, hasta la época de la recolección, no fueron diferentes. La evolución de la parcela no fue nada diferente. Y donde sí que vimos unos resultados pues, buenos fue a la hora de cosechar. Obteniendo unos resultados de 4.650 kilos por hectárea, obteniendo un aumento de producción de un 10-10.5%. Conclusión, el Yara Vita cereal funcionó bastante bien. The field treated with Gramitral has done impressively well. We've achieved 13.44 tons in the area measured with the combine, which is smashed anything we've ever done before.